Mijn god, daar ben ik zet voor. Dit is mijn man. Wie ik voor het show, maar die afeest van kerel ben. Besonders. Ja, dat 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 het grond nog twee wielen daar in de spuikkenig. Grüß dich Gott, Franzi! Servus. Ist der Herr Graf da? Nein, du kannst dich ruhig niedersetzen. Ja, Herr von Kavier. Ich grüße ihn. Wart er auf der Gasse und melde uns dann den Graf. Unseren zukünftigen Schwiegersohn. Ja, ja. Dem Mann haben sie gekriegt, dass wir seine Tochter heiraten. Wir und ein Paritös. Ach, so ein Depp. Ist was? Nein, nein, nein. Ich sag's, wie es ist. Ziemlich gut. Jesus Maria, der hat mir gerade noch gefühlt. Grüß Gott, mein liebes Kind. Guten Tag, mein Herr. Was hast du sagst geschwind? Ich bitte, recht. Was habe ich dir getan? Ach, das ist stark. Was tat ich dir? Ja, sag es mir, vertraue es mir noch an. Verfragen lässt dich nicht von deinen Zeichen leben. Nun schöne Richtung, sprich. Was macht dich schuldig, mich? Ich bin ein Mord. Was ist denn mein Vergehen? Nichts. Ich will ja mein Verbrechen gern gestehen. Sag nicht die Mühe, nein, nein, nein. Sie ist stets mein Ziel. Ja, ja, was ist doch Marie, was bitte? Du. Ja, nicht ja mal, ich kann mein Volk am Brechen. Eifersüchtig? Aber nein. Ich bin nicht gewusst, dass du bei deiner Frau warst.
Ich hab geglaubt, du bist bei jemandem, der dir etwas bedeutet. Außerdem hat mir die Josef gestanden, dass die Gräfin eine sehr schöne Frau ist. Meine Liebe, wenn der reutschleitgreifische Gesandte in Wien plötzlich pro forma eine Österreicherin heiraten muss, weil der Wiener Hof es als Affront empfindet, dass der reutschleitgreifische Gesandte in Paris eine Bonapartistin geheiratet hat, dann fragt man sich keine Sekunde lang, ob die einem angetraute Frau schön ist oder nicht, wenn man inzwischen etwas so Märchenhaftes wie dich kennengelernt hat. Na ja, dann komm. Ja, bitte, schick mir den Josef. Was? Er hat angeblich Wichtiges zu bestellen und dann komme ich. Aber wie lade ich Sie dorthin ein? Na, mit einem Brief. Brief? Mit einem Brief, ein siebenfach erprobtes Mittel für euer Gnaden. Wie geschafft? Es ist trottosicher. Gut. Sehr gut aufgekriegt. Aber ich kann doch nicht eigenhändig. Ich bin doch Gesandter. Was am Brief hat doch nur den Zweck, dass die, der angeht, weiß, von wem er ist. Und wenn wir jetzt euer Gnaden den Brief diktieren, so wird auch niemand die Handschrift erkennen. Josef, von dir kann man eine Menge lernen. Ja, das hat die Simone auch alle gesagt. Na, also schreib und du nicht schamieren. Ich bitte schon langsam zu diktieren. Ach, die Fehler, so wäre es trefflich. Oh, ich schreib ganz orthogräflich. Ein hübscher Brief liegt oft ins Ziel. Drum bitte nur mit Recht füg für. Also, okay, oh, lieber Schatz, ich muss es dir gestehen. Seit ich dich hab zum ersten Mal gesehen, ist es um mich, ich schwöre dir's geschehen, die Sehnsucht verlässt mich ja beinahe vergehen. Drum bitte ich dich, heute um ein Schnelligwein, Punkt 11, in der Itzinger will ich erwarten ein, dort im Casino-Karten werd ich sein. Ich bitte dich, Schatz, ich bitte dich, Schatz, es muss. Jetzt kommt der Schluss. Schreib schnell, denn jetzt bin ich im Fluss. Jetzt sind wir im Fluss, mein Lieber. Du siehst es so kalt heut, Baranei. Oh komm, zum Stell dich ein. Ich erwart bei dem bestimmten Platz. Ich bitt dich, komm, du lieber Schatz. Oh komm, zum Stell dich ein, ich bitte dich, sag mir ja nicht nein. Hab dich ja so lieb, du süßer Herzenslieb. Hab dich ja so lieb, du süßer Herzenslieb. Wer wohl erfreut? Nein, das wär gar nicht nett. Denn er sollte schneller wachsen. Niemand wird streng in den Feld. Herr Graf, sind Spezialist im Lieben. Jetzt lesen wir, was wir geschrieben. Schau mal noch, ob er keine Fehler gemacht hat. Du siehst es so kalt heut. Ich bitte dich, komm, du lieber Schatz. Oh komm, zum Stell dich ein. Ich bitte dich, sag mir ja nicht nein. Hab ich dich ja so lieb, du süßer Herzenslieb. Hab dich ja so lieb, du süßer
deutschen Provinzsumpe seine Wiener Hallodri der Zirkze. Er war zu lange beim Militär und was man dort versammelt, das holt man nicht mehr nach. Da reicht's nur zu einem Don Giovanni aus Reuschleitzkreuz. Und bei dem soll ich den Leoporello spielen. Aber in Spanien schon 1003. 1003 sehe ich mich. Aber 7 probieren wir am Söhn. Das ist kein Hund, ich sag's wie es ist. Jesus, die Peppa. Wünsch, guten Morgen, Herr von Peppi. Ach, die Peppa, so erfreut. Schön mögt er mich, der Gnädige. Muss das Gerg sein, noch so Zeit. Drum, zu der Weg, nur hübsche Liedzeit. Geh, bitte. Geh, sein Schein. Peppi, kann man denn gar so fad sein? Lied sie nur zur rechten Zeit. War es Zeit? Am Abend heut. Und am Morgen? Gefragt mir zu. Wünsche, du bist Spaß. Jetzt geht auf der Gosse. Was ein Haus so groß ist, was der Haus ein Haus. Ja, ich kann verstehen, das wird nicht regieren. Drauf den Hitze gibt's dann immer so Dui, 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 Es bleibt dabei, na wie er viel zu endlich approbieren wir am Söhn, mit der man auch was reden kann. Das ist unser Premierminister. Jetzt hört's mal auf mit den Araber. Auf den hast du ja jeden Kratzer gesehen. Nicht? Jetzt haben wir es umgefarbelt. Jetzt haben wir lauter weiße Pferd mit so schwarzen Flecken. Aber ich habe das Wort hintern nicht ausgesprochen. Brav, brav, brav. Ja. Bei uns sagt man Kruppe. Wir haben aber noch ganz andere Arbeit dafür zu. Halten zu, Gnaden, euer Gnaden. Ringel gespül, meint er. Wenn ich das vielleicht schildern darf. Ja. Ringe, Gespücher. Hoppa. Mann, das heißt doch nicht Gespiel. Das heißt Gestüt.
Yes, tut, ja. Oh nein! Oh mein Gott! Oh, einen Moment, bitte. Moment. Kampai. Anna! Nihongo da! Also, so viele Pferde erfordern wohl viel Pflege. Na ja, ist nicht so schlimm, nicht? Einmal am Tag muss man es mit den Fechtenhodern anwischen. Hodern. Hodern. Ja, mit dem... Sagen Sie, wo es ein Hodern ist. Bitte, bitte schön. Bei dem das übersetze, bin ja ein Dolmetsch, nicht wahr? Also, ein Hodern? Ja. Ist ein Hodern. Oh, nein! Nein, bitte. Ein Hodern ist ein Hodern! Ja, ja, das leuchtet mir nun wieder ein, natürlich. Der ist ja gar nicht so blöd. Der nicht. Und einmal der Woche muss man die Bremsen schmieren, nicht? Schmiersaffen ist das Allerbeste. Mann, das ist ja fantastisch! Hierzulande schmieren Sie die Bremsen, wir erschlagen sie mit einem feuchten Hodern. Und sehr wichtig ist, dass man von Zeit zu Zeit mit einer feinen Fee das ein bisschen anraspelt, nicht? Damit, damit sie keinen Späh einzieht. Nein, nein, ein Späh. Ein Späh. Ein Späh. Ja, ein Späh. Das ist ein armes Volk. Spricht ja Französisch. Da ist er, meine Tochter. Das ist das Marant Josef. Da ist sie ja. Da ist sie ja. Da ist sie ja, Gruzinesa. Verweser, Premierminister, Fürst zu Ipsheim, Gindelbach. Was rät's, Gretsch, Letz? Wird ein Schoch. Ach, du, Gnädige, hoch erfreut. Jetzt fahren wir ab, sie ist höchste Zeit. Der Herr ist durchlaucht, da schau her, wo eure Durchlaucht hat die Herr. Sicher hat der Graf von mir. Und du verflixtes Röschleitskränz. Auf Wiedersehen. Vierte, na gut. Wär's endlich gehen. Wenn's meine Rösser wollen benützen, dürfen's gratis fahren und blitzen. Auf Wiedersehen. Auf sehr jovialer alter Herr. Was sprach er bitte? Farben blitzen wie. Den Wiener Dialekt versteh ich nie. Mit der Zeit, da wird's schon gehen. Freu mich unendlich, Sie zu sehen. Ich staune, dass vor aller Welt der Graf Sie so verborgen hält. Der Graf, mein Gott, er bist ja gut, nur von der Heute leichtes Blut. Das heißt, ich bitte, sagen Sie, so haben Grund zu klagen Sie. Bitte, Gnädigste, mir können Sie ruhig die Wahrheit sagen. Ich kann mich nicht beklagen, er ist mein Kavalier. Aber ich muss es sagen, davon bepreise mir. Ich kann mich nicht beklagen, nur das in Tat und Wahn. Auch andere Frauen. Sehr interessant, aber ich meine das etwas anders. Der Graf, so hört ich sagen, ist Gatte nur nebenher. Das ist wohl Grund zu klagen. Ich hörte auch noch mehr. Es treibt es dieser Böse wahrhaftig zu frivol mit einer Balletöse. Cagliari heißt sie wohl. Mein Fürst, ich bin... Sie sind beleidigt. Kein Mensch den Grafen aufverteidigt. Sie. Nur ruhig, Blut. Nur ich eifersucht dir gar nichts gut. Ja, aber ich muss doch erklären. Ich will darüber gar nichts hören.
Riese wie diese, die sie noch an am Riese, auf ein, zwei, drei, von drei, und aus, er kehrt zurück. So gatt ihn wieder von der Reue, und hält dann mehr die Treue, er liebt sie mehr und schwört aufs Neu sein Eheglück. Ich kann nicht mehr, verzeihen Sie, mir wird, ich weiß nicht wie, denn noch kein Mensch hat das getan und hat mir so etwas gesagt. Pardon, Sie missverstehen, gnädigste. Ich kann mich nicht mehr klagen, das sagt ich Ihnen schon. Musste ich, was Sie da sagten, wär's fast mehr Rose wie hoch. Oh Gott, das ist ein Irrtum. Ich hab ganz gut verstanden, zwar mit Prämie und Liebe, wenn Sie das nicht empfangen. Ich hab nicht diplomatisch da gehandelt. Oh weh, die Gräfin greint. Sie war ja jetzt ganz plötzlich wie verwandelt. Die arme Frau, ach, auf einmal geht mir auf ein Licht. Sie ahnte nur, nichts wusste sie. Ich geh zu ihr, ich fahr ein. Ganz recht. Thank you.
lachte ganz vergebens, sie rief gar nicht herein. O Herr, du meines Lebens, wie konnt so dumm ich sein? Das war nicht politisch, auch nicht diplomatisch, das war so duodez, das war so kleinstaatisch, das war mit einem Wort so drumherum, das war nicht diplomatisch, sondern einfach dumm. Ganz recht. Merkwürdig, ich finde mich in diesem Wien einfach nicht zurecht. Ich gehe noch einmal zu ihr. Ach, bis jetzt, du liebes Nestor, fand ich nichts, was mich betrifft, ein Herr. Maler, das ist die Dienstdame, mit der er fuhr. Sie kommt hierher, das ist so was viel. Hat er für ein Augenspiel? Was soll denn dem schon alles zu sagen? Denn nun soll ich sehen, was ich kann. Mir scheint, er spricht mich jetzt um. Wisst ihr, was Takt ist? Was? Nein, sie ist Pflicht. Sie? Dass dies abgeschmackt ist, oh. Sag ich ins Gesicht. Jawohl. Was? Oh, sie verlieren sie schon. Jawohl. Ernst, ganz paff. Und gut, was sie? Ja, ich, Herr Graf. Mein Herr, ich bitte um ein Wort. Ein andermal, so bringen Sie die Dame fort. Ist das der Brauch, den Kavaliere üben? Ersparen Sie doch Ihrer Frau ihr die Begegnung mit der Geliebten. Sie haben recht. Ich wär gegen alle Sitte. Was flüstern Sie? Halt deinen Arm, ich bitte. Was ist geschehen? Warum so je? Doch, ich bitte dich dringend, geh! Adieu, adieu! Das ist ein Schiff, 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 das ist ein Sch
Tanz geübt. Ja, habe ich ihn bis auf Edip Falcone. Na, also die Mädchen warten schon. Ja, und geh sie dort. Doch. Dort. Ob die mich wollen? Hier. Meine Damen und Herren, der Tanz der Contessa. Das ist doch nicht möglich. Ja. Das ist ja die Probiermamsel von heute Morgen. Du hier, reizendes Kind. Ja, man hat mich in den vorübergehenden Komtessenstand erhoben, weil es dringende Antrittänzerin braucht haben. Aber hat sie mich nicht verraten, garantiere ich, dass keiner was merkt. Ich dich verraten? Hast du nicht bemerkt heute Morgen, wie sehr du mir gefielst? Ja, ich bin ja nicht blind. Ja. Und was hatten die Blicke zu bedeuten, die du mir zuwarfst? Nix. So schare immer. Und wenn ich dir nun sage, dass ich dir ein Billet-Doux geschrieben habe, indem ich dich um ein Rendezvous bitte, was antwortest du mir dann? Ja, aber ich habe ja gar kein Billet-Doux von Ihnen gekriegt. Weil ich Skrupel hatte. Aber sei es drum, dass ich dich hier treffe, ist ein Fingerzeig. So nimm mein süßer Schatz, schnell das Billet, doch vorsichtig nur das kleine. Später dich dann fragen, sollst du mir die Antwort sagen, die laute Ja und nicht Nein. O komm zum Stelle ich ein, o komm.
ob ich schon wuchsen, noch soll es diesen heut leichter gehen. Du lieber Schatz, lass dir gestehen, seit ich dich gesehen, ist zu mich geschenkt zerbrochen. Vor Sehnsucht vergehen, darum bitte ich dich heut, und ein stell dich ein, Punkt 11 in Hitzing, will ich warten im Casino, warte nicht, bitte ich find dich pünktlich ein. O süßes Zuckertäuberl mein, o komm, zum stell dich ein, ich wort bei dem bestimmten Platz, ich bitt dich komm, du lieber Schatz, o komm, zum stell dich ein, ich bitt dich, sag mir ja nicht nein. Hab dich ja so lieb, du süßer Herzensdieb. Ich hab dich ja so lieb, du süßer Herzensdieb. Hat mich für einen Augenblick in den Saal hineingelassen. Ich muss meinen Grafen fassen, ich muss meinen Grafen finden, ich muss immer gescheit verkünden, ich muss alles das ihm sagen. Ich und ich und ich und ich. Sag Pepperl, was hat sich zugetragen? Der Graf. Hast ihn nicht gesehen? Ich noch nicht. Dann lass mich gehen, dann muss ich schon meinen Herrn so geriegen. Mädchen, es war mir ein Vergnügen. Lass es und mir nur noch schwind, wo ich ihn an Orte finde. Schwing Osten. Kannst doch fragen. Muss man doch schon deutlich sagen. Draußen in Hitzing gibt's ja immer Suri, Duri, 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 Duri. Nein, mein Kind, sie ist ganz so wirklich weit. Aus dem Grab ist tot mir leid. Nein, das geht doch zu weit. Gib Eppel, sei doch gescheit. Gib Eppel, sei doch gescheit. Sei gescheit.
verfragen Sie. Na, aber was Sie da? Meine Frau! Geh, da musst du schon was Besseres einfallen lassen. Franzi, glaub mir, es war so. Als du hereinkamst, bat ich den Fürsten, dich als seine Frau vorzustellen, weil ich nicht wollte, dass meine Frau meiner Geliebten begegnet. Verstehst du das? Es ist nicht auszuhalten. Jetzt ist mein Verhältnis eifersüchtig auf meine Frau, obwohl ich mit meiner Frau nicht einmal ein Verhältnis habe. Ein Malheur mit den Frauen. Eine ist hübscher als die andere. Und immer wiederum passiert es mir. Immer wiederum. Asica varti avanza mania sista e can bon huan ausa mia werden kann in der kurzen Zeit dacht ich so wirklich weit ja das muss gestehen man ohne Neid heute ist so viel morgen dann Mari wie am nächsten Tag sie wohl heißer mag im Kalenderbuch ich vergeben such nach dem Frauennamen, den es gibt, den ich noch nicht geliebt. Was nützt der gute Vorsatz an mir, noch fairer versuchen, eis an die Tür, dann ist vergessen die Moral. Nur noch dies eine Mal, von morgen ab erlieb, solid. Ach, lieber Gott, ist ein altes Lied, und zum morgen dann, ja dann, ja dann, fang ich von vorne an. Zufall, dass Sie kamen, liebste Gabriele, sehr angenehm. Er flüsterte mir zu, darf ich Ihre Reize und Ihre Gattin als meine Frau ausgeben? Und ich flüsterte zurück, aber bitte durchlaucht, bedienen Sie sich. Das hat er dann ja auch getan. Ich hoffe, Sie verzeihen ihm und mir. Mein Lieber, ich verzeih Ihnen alles. Nur eines nicht. Das Heulen kann ich nicht verzeihen. Ich lebte Einsamkeit auf meiner Eltern Schloss und weiß es Katzen und sie ließen mich tunlos, um sich allein hier zu zerstreuen. Die Schuld liegt auch auf ihrer Seite, seit Politik uns zwang, die Ehe einzugehen. Mehr von Angesicht der Seele, ihr Leben fast wie fremde Leute. Sie kennen die Geschichte unserer Leben. Weite nur, nicht wundern ihr. Dann gestatten Sie mir, dass ich sie Ihnen erzähle. Ich bin ein echtes Wienerblut und sie aus Röstlitz-Schweiz. So eine Ehe tut nicht gut, das sag ich meinerseits. Ich war so glücklich, war so verlobt und sie so streng, so lieb. Da hab ich's gleich, du lieber Gott, was in dieser Liebe blüht. Denn jedem fehlt, ich wusste es so gut. Ja, was denn? Das Wienerblut. Ich weiß, ich war kein flotter Mann, dazu noch sehr entört, dass ich nicht selber wählen kann, die Frau, die mir gehört. Drum sah ich sie nicht weiter an, dies waren sie aufs Gut. Und einsam grollen blieb ich dann, mir war sehr böse Mut.
Thank you.
Irgendetwas trifft
Tage. Dich hätte ich ja beinahe vergessen, aber... Hallo! Oh, ich habe ja viel nicht vergessen und Sie warten ja auf Antwort. Meine Antwort ist ja. Also ich komme heute auf die Nacht um 11 Uhr ins Casino. Vierti. Graf. Aber... Entschuldigung, wenn ich... Oh. Gabriele! Ich wollte Sie fragen, ob Sie heute nach dem Ball mit mir nach Hitzing gehen. Aber da Sie ja mit der Kleinen hinfahren... Ach, wo denken Sie hin? Nach dem Ball habe ich eine wichtige Sitzung mit dem Minister. Jetzt ist das aber genug. Ich habe wirklich nichts dagegen, dass Sie Ihre Eskapaden vor mir verheimlichen wollen. Im Gegenteil, das finde ich sogar sehr zuvorkommend. Aber dass Sie mich für dumm halten und in Abrede stellen, was ich mit eigenen Ohren gehört habe, finde ich abgeschmackt. Aber Gabriele... So viele gehen nach dem Ball auf das Volksfest nach Hitzing. Ich möchte auch nicht. Warst du auch? Hat dich noch wer drum gebeten? Ach nein, nein, das heißt ja, der Josef. Ja, der Josef hat mich darum gebeten, aber ich kann natürlich nicht, weil ich die ganze Nacht durcharbeiten muss mit dem Minister. Und jetzt bitte ich mich zu entschuldigen. Mademoiselle, haben Sie meinen Herrn gesehen? Josef, hat er den Grafen gebeten, mit ihm auf das Volksfest nach Hitzing zu fahren? Ja, der fährt doch mit einer ganz einer anderen nach Hitzing. Warten Sie nur so. Verzeihen Sie, dass ich mir so herausgenommen. Bitte verraten Sie mich nicht, Mademoiselle. Gut, aber dafür wird er mich nach Hitzing begleiten. Ach, Sie? Aber das... Na, machen Sie keine Sorgen, ich zahle alles. Ja, das ist sehr angenehm. Und um seine Unschuld braucht er sich auch keine Gedanken zu machen. Danke vielmals, aber bitte, da bin ich nicht so überzeugt davon, das haben schon mehrere gesagt. Ach, liebe Gräfin, ich bin entzückt, Sie wiederzusehen. Wo ist denn Ihre reizende Frau? Wer? Heute Mittag sind Sie mit ihr so plötzlich auf und davon. Ach so, die, ja, richtig, ja. Wo ist sie denn? Wo mag sie sein? Ich sollte, ich musste, ich durfte. Das ist der Grund. Ich werde Ihnen den Grund sagen. Die Dame ist die Geliebte des Grafen. Das ist ein hartes Wort. Aber dafür, dass Sie ihm geholfen haben, ist das ja undankbar. Ich habe ihn vorhin gebeten, mit mir den Abend zu verbringen. Wissen Sie, was er mir geantwortet hat? Gott, was soll ich wissen? Er müsse mit Ihnen die Nacht durcharbeiten. Mit mir? Ich arbeite nie. Ich bin Minister. Also war die Dame seine Geliebte? Ja. Es kommt noch schlimmer. Die Betreffende ist hier. Was? Na, dann weiß ich ja, mit wem auf das Volksfest nach Hitzing. Bitte, bitte keinen Skandal. Überlassen Sie die Angelegenheit mir, ich werde das alles in Ordnung bringen. Sie, ja, was wollen denn Sie denn? Was bedeutet Ihr Lachen, bitte? Was bedeutet Ihr Lachen? Man kann uns in Reuschleitskreiz vieles absprechen, aber eines muss uns der Neid lassen. Eines haben wir, Charme. Dann lassen Sie ihn spielen, Hoheit. Dort kommt die Dame. Aha. Jetzt passen Sie mal auf, wie man so eine Sache einfädelt. Jetzt heißt es operieren, gnädige. Ja, ich will es operieren. Sie ließen uns ein bisschen Saal. Sie unterhand mein Herrgemahl. Man darf die Frau nicht negligieren. Den Scherz wollen wir hier nicht weiterführen. Jetzt hätte er auch kein Ziel. Der Graf in den Zettel ging. Da opferte sie ernst das Süß. Scheint die Dings, da frotzelt mich. Denn von ich um jeden Preis muss er mir sagen, was er weiß. Wie könnte man passen nur beginnen? Doch muss ich ihn zuerst gewinnen. Der Graf, der ist gar nicht so dumm. Am Ende kriegt sie mich, Herr. Ach, mir fehlt der Mut. Trotzdem sie so dumm. Nein, sie gefällt mir immer mehr. Auch ich, so scheint's, gefall ihr sehr. Ist war es heute Nacht im Fest, der Graf mit ihnen zieht zu Ort. Der Graf mit mir? Nicht, dass ich wüsste. Er sagte
Ich finde mich ganz gar nicht verstehen. Wie der Lehrer des Knaben, der
stehen. Ich spann aus, da scheint es vorzugehen, da muss ich gescheit sein. Und wer ist von uns treu? Meine Gnaden, Sie werden es schon verzeihen. Gar keine, was muss eine sein? Mit Schuld ist doch noch gar keine ein. Aber das kann nicht sein. Er sagt, der Große bist du verheben und mein Zerrein. Ja, aber... So schweig. Ich kenn doch... Schlecht. Ich weiß nicht, was der immer... Die drei sind besser, sind nur meine drei Flammen. Ich bin ganz brav, ganz brav. Jetzt kommt die Erklärung, da ist der Graf. Wahrhaftig der Graf. Und ich hab ihn gefunden, ich bin doch ein Schaf. Wer ist der Tänzer? Hey!
töten zufriedensam, gern resonieren und jammern dann, weil dies und das nicht ganz so ist, wie sie's gern hätten, das ist gewiss. Da ist bleibt ihm auch nix erspurt, der echte Werner anderer Ort. Er nimmt's wie's kommt, kennt kein Verzorn. Und dort phlegmatisch so. Mir rauft nix mehr Ruhe, es macht mehr traurig sein, trink still ein Flaschen Wein und klopft an und wann die Sorg bei mir an. Dies ändert nicht mein Sinn, ich bleib. Leider sein respektvoll. Lobt sie Dritte den Glauben nicht, hören sie nicht, was sie spricht, trautes Bürgern sei willkommen, ist hier.
viel geschehen, in die Patsche gekommen. So gehen wir. Also gut. So gehen wir. Nur Mut, nur Mut. Ist heute da geht mit mir. Mir ist das miserabel. Jetzt heute da geht mit mir. Ganz miserabel jetzt zu Mut. Thank you.
der Wirt, ich wollte doch nur einen ganz unschuldigen Kuss. Na schau aber, ob er nicht so geschwind. Ich bin nämlich tuntaftig. Der Graf hat gar keine Ahnung, wie tuntaftig ich bin. Meine Tuntaftigkeit ist so enorm, wenn das meine Mutter wüsste. Aber Kind, was denkst du von mir? Alles. Aber Kind. Ja, Herr Graf. Sag doch nicht immer Graf zu mir. Ich heiße Balduin. Hm? Balduin? Das gefällt Ihnen. Seit 100 Jahren heißen alle Zedlaus Balduin. Wir heißen seit 100 Jahren alle Pleininger. Süß. Ja. Und wie heißt du noch? Pepperl. Pepperl? Pepperl. Pepperl. Ah. Ja, Balduin, na, das ist vielleicht blöd. Sag du zu mir. Darf ich? Probier's. Du. Du, du? Bevor man sich einen Kuss gibt, muss man Bruderschaft trinken. Na, dann Mann zu. So. Na und jetzt? Jetzt bloß was Licht aus. Aber, Das war das Stimme. Nein, das war nicht die Stimme von Graf. Wenn Sie sich hier herüberbemühen, wenn die Kellner kommen raus und die ganze Geschichte auskundschaft, bitte machen Sie keine Schwierigkeiten. Also gut, mache seine Sache ordentlich, ja. Und kriegt auch ein Trinkgeld. Ja, Trinkgeld, das kann man immer brauchen. Ich und mein Herrn verraten niemals. Außerdem gibt er mal das Doppelte. Besetzt! Gehen wir schon, mein Lieber. Peppi, was du da? Ja, Josef! Stottere nicht! Mein Brat mit meinem Herrn. Was, du bist die, was er mit dem Brief dem Massi geschrieben hat? Auf meinen Rat hin konsumiert? Ich muss mir ein Viertel in die Figur schütten. Jesus, das war ja seine Schrift! Ja, du Grippelspieltun! Du lässt dich von so einem Rübenzuzler verzahnen, ha? Du bist das junge, unschuldige Ding, das, was ihm heute früh solche Blicke zugeworfen hat, dass er zum Mittag noch ganz zittrig war. Hörst du, ich muss mich. Josef, bitte, Josef, wir haben geschaut wie immer. Da, also guck, zuerst dachst du grad, ich fange an, wann ich will. Aus ist, mit mir und dir ist es aus. Der Josef geht und nie mehr kehrt er wieder. Ich war einmal im Burgtheater. Bei mir in Wien, wir haben schon ein Burgtheater gehabt. Da sind welche Mist und Bock. Ja. Na, die Wüten umeinander gerannt. Dort haben sie unser Stück gegeben. Unser Trauergespür. Kabale und Karliebe. Da kommt der Satz vor, das was der letzte Satz ist, den du von mir zu hören kriegst. Umgürte dich mit deinem ganzen Stolz von Mist und Bock. Ja. Ich verachte dich, ich, ein deutscher Jüngling. Oh mein! Hätte ich dich nie geboren! Aber bin ich gar nicht aus Mistelbach. Nur meine Mama ist von dort. Ah, da liegt am Sessel unterm Tisch. Unterm Tisch liegt sie? So tief ist sie gesund, diese Megäre. Bussi. Bussi. Was? In der Klarinette haben sie gemeint? Ja, was denn? Und ich hab gedacht, wir sind sehr blöd. Ja, aber Sie sind noch viel blöder. Was? Seh her, was wollt denn Ina ein? Geht's weg, du hörst auf zu schreien. Noch eins, ich schreie so viel wie will. Sein Staat, so seist du endlich still. Was wollen Sie denn, Sie gescheuerter Bett? Ich denk ganz nett, ging ans Bett. Wollt's nicht zurück, denn sonst wäre ich nicht. Trabe nur, geht's zurück. Was? Sohle mit dem Gott.
ganz vergessen, ihn mit Haut und Haar fressen. Na, was untersteht das sich mit einem Kavalier? Ha, Kavalier, da sie laut. Oberflut, Oberzuhl. Ich bin so mit mir, wie kein Schlaf. Sieh her, was fällt denn hinein? Geht's weg, wer wird denn besser schreien? Jetzt ist, was für, jetzt werd ich originär. Sie wollen die Fan, ich kenne sie, mein Herr. Wasserscheuer! Was heißt das? Nur ein Spaß! Lassen's das! Gschöchterbeer! Jetzt wird's was! Oberwort, du Bücher, jetzt fang ich weg! Blut und Bruder da! Fliegt mir nicht ins Hoft! Teufelsfurter! Schierkes Bruder! Dieses sind wir hofft! Na, ich bitte, jetzt ist gut! Herr Schorf, dem Sarg! Grad das Gäche, wo ich bin's und wir das selber weiter uns verdrohen. Wieder Fred. Gewiss, gewiss, es war der Gruß gemeint. A bissl Schimpfen liegt im Wiener Blut. Doch dann, zum Schluss, aber alle wieder gut. Wiener Blut. Das Gnädigste, so eine exzellente Tänzerin sind. Danke, Durchlag. Ja. Oh, die Dame aus der Villa. Was will denn die hier? Keinen blassen Schimmer. Da wir uns so zufällig wieder treffen, glaube ich, wäre es höchste Zeit, dass wir uns endlich kennenlernen. Ich habe die Ehre, Frau Gräfin bereits zu kennen. Wirklich? Und mit wem habe ich das Vergnügen? Franziska Cagliari. Was, das sind Sie? Ja, haben Sie das nicht gewusst? Keine Ahnung. Sie durchlaufen? Bin total perplex. Ich habe jemanden ganz anderen dafür gehalten. Josef! Josef! Mein Liebes. Guten Abend. Haben Sie jemanden anderen erwartet? Eigentlich ja. Vielleicht diese kleine Comtesse vom Ball? Wie heißt sie gleich? Pleininger, seit 100 Jahren. Wie kann man die Mamsell Pleininger einer Demoiselle Cagliari vorziehen? Das verstehe ich. Ich verstehe schon nicht, wie man eine Demoiselle Cagliari Ihnen, Liebste, vorziehen kann. Was haben Sie da gesagt? Dass ich nicht verstehe, dass man eine Demoiselle Cagliari Ihnen, Liebste, vorziehen kann. Oh, sagen Sie das doch bitte noch einmal. Sagen Sie, haben Sie bitte gesagt? Ja, ich habe bitte gesagt. Sagen Sie das bitte noch einmal. Bitte. Und wenn ihr das verspricht, dass ich es nie wieder sage? Du sagst das aber, ich kenne dich. Und wenn ich das schwöre? Und wann ich dann noch was sage? Was denn? Meine Mama ist auch nicht aus Wien. Sie ist aus Yokohama. Die Mama. Es macht nichts. Ich hab die trotzdem gern. Trotz der Fall, bleibst du doch mein Pöppel. Du weißt ja, dass ich bin mit ihrer Verkauft meine Garderobe, ich fahre ins Firmament. Mir dreht sich alles rundumadum. Aber Durchlauf. Vergiss doch die Durchlauf. Nenn mich einfach beim Vornamen. Sag Horst Uwe Detlef zu mir, weil ich ein alter Dreher bin. Aber
zu einer echten Bruderschaft, der gehört ein Busserl. Was ist denn das wieder für ein Ding, ein Busserl? Ist ein Busserl. Was raus? Ja. Zeig mir's. Franziska! Du bist eine Wucht, komm her! Auseinander, es kriegen die Hosen! Oh, verehrter Freund, ich hoffe, Sie verstehen nicht mich. Habe die Gnädigste soeben an das Hoftheater von Reuschleitz gereizt verpflichtet. Ja, aber was ist mit Zedler? Ach, der spinnt. Der hat sich in seine eigene Frau verliebt. Ja, ja, das stimmt. Na, so sorry. Und der Vater kommt mit uns nach Greiz. Als erster Klarinettist in die Hofkapelle. Gell, Horsten? Leiwand, ich verkaufe meine Rinkel und bloß im Pressensbixier zu hören. Das ist richtig, da lernen die Leil endlich, was eine echte Wiedermusik ist. Und das muss gefeiert werden, ne? Ja, bringt ein Champagner her, der Herr zahlt alles. Das ist der einzige Satz, den ich heute verstanden habe. Stoß an, stoß an, ihr Freunde mein, und trinkt in ihr Champagner rein, und über die Moral, man lebt ja nur einmal. Stoß an, stoß an, die Lauge springt, stoß an, stoß an, die Stoß an, wieder mehr, stoß an, stoß an, stoß an. Thank you.